Seit wann ist es eigentlich erstrebenswert, langsam zu sein? Wir wollen doch schneller erwachsen werden. Wir wollen den schnelleren Zug, das schnellere Auto, das schnellste Internet. Wir wollen Erster sein und nicht Mittelfeld. Wir Menschen sind doch zu Unglaublichem fähig. Wir können Tomaten in Dosen packen, damit sie 5 Jahre haltbar sind. Wir betrachten unseren Planeten aus dem Weltraum. Wir möchten alles verstehen, jedes Geheimnis unserer Erde entschlüsseln. Wir verdanken unseren medizinischen, wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt jenen Menschen, die nicht aufgeben, bevor etwas gut ist. Denn wir wollen doch alle gewinnen und nicht verlieren. Wir persönlich, wir als Menschheit. Und deshalb haben sich 2015 die 197 Staaten der Vereinten Nationen darauf geeinigt, die Temperaturerhöhung im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten auf unserer Erde um 1,5 Grad zu begrenzen. Weil dadurch die sowieso schon vorhandenen Risiken und Auswirkungen der Klimaänderung erheblich verringert werden. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat vor einer Klimakatastrophe gewarnt. In einer heute Umweltministerin Merkel übergebenen Stellungnahme zur UN-Klimakonferenz in Berlin setzen sich die Forscher für die sofortige Verringerung des Kohlendioxidausstoßes ein. Jährlich müsse die CO2-Emission um 1% verringert werden. Wenn weiterhin die heutigen Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangten, wäre ein Gegensteuern in rund 25 Jahren nicht mehr möglich. Wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber das kenne ich auch echt im Augenblick niemanden. Wir haben sozusagen auch weltweit doch sehr daran gearbeitet, Klimaallianzen zu schmieden, dass China heute solche Vorschläge hat, dass wir erfreulicherweise auch die Vereinigten Staaten von Amerika wieder an Bord haben. Das sind gute Dinge, aber die Zeit drängt wahnsinnig und ich kann die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Also genug ist es angesichts der objektiven Situation noch nicht, aber es ist viel passiert und mit einem höheren Tempo als 1997 sozusagen auf der Agenda stand.